machen so, ihr habt jetzt gehört, es sind Distanztiere, sie laufen uns nicht um, sie halten Abstand von uns Menschen. Von daher können wir getrost hier gleich durchlaufen. Da muss keiner Angst haben, umgelaufen zu werden. Alpakas und Lamas mögen es auch überhaupt nicht, im Kopf angefasst zu werden. Das finden die ziemlich blöd. Jetzt stehen sie hier auch ziemlich eng. Das ist wirklich nur für uns zum Aufhalftern, zum Einfangen. Das dauert eigentlich auch nicht so lange. Das ist jetzt heute natürlich ein bisschen eine Ausnahmesituation. Die stehen nämlich nicht sehr gerne immer sehr dicht zusammen. Allerdings, wenn viele fremde Leute da sind, ist wieder der Herdenverband wichtig. Dann fühlen sie sich in der Herde am wohlsten und dann stehen sie auch gerne nah zusammen. Was sie nicht mögen, ist am Kopf angefasst zu werden. Wenn ich jetzt komme und möchte hier auf den Kopf streicheln, da sehen wir, er geht weg. Lass mich in Ruhe, das möchte ich am Kopf nicht. Und dann müssen wir natürlich lernen, mit den Tieren umzugehen. Und die Kinder kommen dann mit in die Wiese und dann tasten wir uns langsam an die Tiere ran, dass wir erstmal wissen, wie ticken die eigentlich, was muss ich beachten, wie verhalten die sich. Ja. Und dann streicheln wir die Tiere ein bisschen, soweit die Tiere es zulassen. Da achten wir auch immer natürlich auf die Distanz, dass es nicht zu viel wird. Und dann dürfen die Kinder in den nächsten 2 Tagen mehr machen, dass wir wirklich die Tiere aufhalftern. Erst in der Wiese üben, ganz viel, einen kleinen Parcours auch laufen, den bauen wir gemeinsam auf. Und dann gehen wir mit denen spazieren. Dann müsst ihr dem Alpaka bitte in der Mitte genug Platz lassen. Wenn links einer führt und rechts und wir gehen beide recht eng oder gehen sogar vorher, dann wollen die nicht laufen. Die wollen uns ja nicht umlaufen. Wenn die wirklich mal nicht vorangehen sollten, auch nicht davor stellen und ziehen, dann kommen sie nicht, weil sie wollen uns nicht umlaufen. Wir stellen uns daneben und ziehen die seitlich vor. So, ich gehe mal schon mal raus mit Valentin, dann ist schon mal ein bisschen mehr Luft da drin. So, wie haben wir es denn jetzt? Spucken. Wieso? Weil das deren Natur ist. Das ist so, ja, so verständigen die sich untereinander und so wehren die sich auch. Wir kennen das oft aus dem Zirkus oder aus dem Zoo halt, dass die Tiere, die Lamas und Alpakas, dort relativ eng stehen. Das wird er jetzt wahrscheinlich nicht machen. Valentin ist einer, der hat gerne Abstand. Streicheln ist so, muss das sein? Ja. Aber neugierig ohne Ende, sind sie alle. Genau, und da ist es oft so, dass die relativ eng gehalten werden und auch von Besuchern leider auch mal geärgert werden. Und wenn die geärgert werden, dann können die ja nicht sagen, hau ab, ich möchte das nicht, lass mich in Ruhe, die können ja nicht sprechen. Also spucken die. Das ist deren Art einfach, sich dagegen zu wehren. Was? Richtig gut, habe ich immer von geträumt. So ist das eben nach der Wanderung. Ja. Herrlich. So ist das nach der Wanderung. Macht der Wohnzelt viel?